Inzwischen haben wir uns alle fast schon gewöhnt an Schlagzeilen wie Lieferkettenprobleme. Wenn Sie etwas bestellen im Internet, dann sehen Sie plötzlich, dass die Lieferzeit viel, viel länger ist als noch vor einigen Wochen oder Monaten. Und die Frage ist, naja, woher kommt das? Warum ist das so? Und natürlich, es ist der Lockdown und dann die massive Nachfrage, die dann nach dem Lockdown entstanden ist. Das ist das eine, aber vielleicht haben wir es noch mit etwas anderem zu tun, nämlich mit Chinas Rache für den Handelskrieg von Donald Trump. Diese Frage möchte ich mal beleuchten in diesem Video und ein paar Indizien geben, die darauf hindeuten, dass das möglicherweise nicht ganz, ganz unabsichtlich passiert, was wir derzeit sehen, nämlich diese Lieferschwierigkeiten. Schauen wir uns zunächst mal an, etwa die Container Shipping Rates, wenn Sie hier etwas aus Shanghai nach Rotterdam schiffen wollen, dann kostet der Container jetzt $13.000. Das ist ein massiver Preisauftrieb, den wir hier sehen. Der ebbt nicht ab. Wir erzielen permanent neue Rekorde. Shanghai nach Los Angeles etwas günstiger, aber auch bei $10.000. Und ich habe jetzt am Wochenende einige Gespräche geführt mit Leuten, die sehr, sehr viel mit China unter anderem zu tun haben, die zum Beispiel bei Elektronikbauteilvertrieben arbeiten weltweit und da sehr genau sehen, was in Asien passiert, sehr genau sehen, was in den USA passiert. Und die erzählen mir, pass auf, auffallend ist, dass letztendlich diese Lieferprobleme, die wir haben, chinesische Firmen offenkundig nicht haben. Die haben diese Teile und wir müssen für diese Teile immer mehr bezahlen. Man bestellt etwas und dann kommt der Anruf aus China, oh, wir können das so nicht mehr liefern für den Preis, entweder 50% höher oder du stornierst diese ganze Lieferung. Also das ist einer der Themen, die da ist, so eine Art China-First-Politik in Reaktion auf das, was Trump 4 Jahre durchgezogen hat mit America First. Erstmal die eigenen Firmen versorgen mit den Materialien, die man braucht. Das ist das eine. Und das zweite ist, was im Westen, glaube ich, kaum verstanden wird. Auch China hat neue und strengere Umweltauflagen eingeführt und das bedeutet, dass viele Firmen gar nicht mehr in der Form produzieren können, in dem Volumen produzieren können wie zuvor. Das gilt gerade für diese sehr sensible Elektronikindustrie, die noch mit alter Energie, mit Kohlekraft gearbeitet hat, sehr, sehr viel Energie verbraucht, nicht sehr energieeffizient ist. Und hier berichten mir Gesprächspartner, dass das massive Auswirkungen hat, dass da die Produktion zurückgeht und zurückgehende Produktion auf eine gleichbleibende bzw. höhere Nachfrage trifft. Und so steigen die Preise. Also China ist da ein Faktor, den man überhaupt nicht unterschätzen kann. Und das natürlich aus Eigeninteresse erstmal die eigenen Firmen versorgt werden, wenn Materialknappheit da ist. Europa interessiert nur am Rande, so die Gesprächspartner, mit denen ich gesprochen habe. Das ist für die nicht so wirklich das Thema und betrifft uns aber und würde bedeuten, dass diese Lieferkettenproblematik länger dauert, dass wir wahrscheinlich eben auch diese inflationären Tendenzen länger haben, denn die Preise werden da eher steigen als fallen. Schauen wir uns mal hier eine Schlagzeile an. China hilft die Inflation, die globale Inflation zu dämpfen. Ja, ja, das stimmt auf der einen Seite, nämlich man versucht den Anstieg der Rohstoffpreise zu dämpfen. Da hat Peking ja einiges unternommen, um das hier zu verhindern. Und man sagt, ja, die chinesischen Firmen haben das Problem, weil eben die Inputkosten so stark gestiegen sind. Die geben sie nicht weiter, sichtbar an den Verbraucherpreisen in China. All das ist auch richtig, aber es ist eben vielleicht nur ein Teil der Wahrheit. Und diese Wahrheit sieht eben so aus, dass chinesische Firmen oft nicht diese Lieferengpässe haben, dass man durchaus die Materialien hat, die uns jetzt nicht mehr so zur Verfügung stehen. Also es ist eine komplexe Angelegenheit mit Sicherheit, aber vielleicht mal über die Frage nachdenken. Natürlich wird in China diese Aktion von Donald Trump, dieser Versuch sozusagen China niederzuhalten, zu sagen, ja, wenn ihr was zu uns exportieren wollt, dann dürft ihr nette Zölle zahlen etc. Das hat natürlich seine Spuren hinterlassen, hat dann eine Reaktion herausgefordert, die wir wahrscheinlich nun sehen. Jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, wenn jetzt die Grafik irgendwann kommen sollte. Wo ist es sie? Da ist es sie, das Cyberspace Administration of China jetzt eine neue Regulierung
eingeführt hat. China hat also jetzt gesagt, pass auf, wer sich irgendwo listen will, zum Beispiel an der Börse in den USA, ein IPO in den USA machen, der muss erstmal ein National Security Review durchlaufen, muss also erstmal einen Sicherheitscheck durchlaufen. Das ist in etwa das ähnliche Muster, was Donald Trump ja versucht hat, bei amerikanischen Firmen einzuführen. Hier Hauptsache keine Geschäftsgeheimnisse, kein Know-how mehr transferiert wird nach China. Wir sehen, dass das durchaus den chinesischen Tech-Werten bisher nicht bekommt, diese Aktionen der Führung in Peking gegen Didi, gegen Tencent etc. etc. Möglicherweise ein Machtkampf innerhalb der chinesischen Elite. Xi Jinpings Familie ist ja sehr, sehr, sehr reich. Er selber ist ein roter Prinz, also ein Nachkomme. Sein Vater ist mitgelaufen mit Mao bei dem Langen Marsch. Dadurch hat er eine gewisse Sonderstellung. Wurde verbannt und ist aber jetzt einer der reichsten Männer, kämpft gegen andere Dynastien, die auch rote Prinzen sind. Und wir sehen, wie hier die Dinge jetzt so ein bisschen die Daumenschrauben angezogen werden, finde ich einen sehr interessanten Punkt. Und sehr interessant ist auch, was hier in diesem Hafen Yantian passiert ist, ja der viertgrößte Containerhafen der Welt, da angeblich ein starker Corona-Ausbruch unter den Hafenmitarbeitern. Okay, deswegen konnte dieser Hafen teilweise lange nicht arbeiten. Diese Schlagzeile, die Sie hier sehen, die ist schon ein paar Tage alt, also nicht aktuell. Inzwischen scheint der Hafen wieder besser zu funktionieren. Aber schauen wir uns mal an die Corona-Zahlen. Da sehen Sie hier diese Grafik in Asien, Vietnam, Südkorea etc., Japan, außerhalb Chinas. Hier sehen wir, die Werte sind mehr als viermal so hoch, wie sie bisher in der ganzen Corona-Krise in Asien gewesen sind. Also in Asien hat man jetzt ein riesiges Thema. Schauen wir uns allerdings China an, dann sehen wir praktisch null Fälle. Wie kann das sein? Diese Frage stellt sich. Und diese wenigen Fälle, die dann da gewesen sein sollen, die waren dann alle im Hafen von Yantian, also bei den Hafenmitarbeitern, irgendwie nicht so wirklich vorstellbar, was da passiert. Wir sehen ja, dass Schiffe sich überall stauen, die nicht gelöscht werden können in den Häfen. Also irgendwie passt das nicht zusammen. Die chinesischen Statistiken passen nicht zu dem Geschehen in Yantian. Also entweder es ist sozusagen wirklich nur so, dass dort ein paar Leute infiziert wurden und der Rest des Landes nicht, halte ich für unwahrscheinlich, wenn in praktisch ganz Asien sonst oder die Länder, die um China herumliegen, wenn dort die Corona-Zahlen massiv nach oben gehen, in China nicht, aber dann plötzlich in diesem Hafen. Also so richtig passt das nicht zusammen. Das ist nicht stimmig, da ist sicherlich die eine oder andere Frage offen. Jetzt führt aber all das dazu, dass man natürlich überlegen muss, Mensch, wenn wir hier Probleme haben, bestimmte Dinge geliefert zu bekommen, dann müssen wir die möglicherweise selber wiederherstellen. Das haben wir in Corona gelernt. Das wird dann eine Art Deglobalisierung herbeiführen, die natürlich latent inflationär ist, gar keine Frage. Irgendwer muss dann die höheren Löhne bezahlen für die Produkte, die etwa dann hier in Deutschland wieder entstehen. Und jetzt wollen wir uns dem Marktgeschehen zuwenden, nachdem ich versucht habe, ein bisschen mal zu zeigen, naja, also irgendwie ist das ein bisschen komisch. Die Corona-Zahlen passen nicht zu diesem Ausbruch. Das ist das eine in China und auf der anderen Seite eben diese Brancheninsider, die sagen, also irgendwie haben wir das Gefühl, das ist die Rache für den Handelskrieg von Donald Trump, der da derzeit passiert. Das ist in der Öffentlichkeit bisher eigentlich kaum diskutiert, aber es wäre vielleicht mal ein Gedanke wert, das zu berücksichtigen, wenn wir von diesen Lieferkettenproblematiken sprechen. Denn die zentralen Zulieferer sitzen eben nach wie vor in Asien, nicht hier. Chips etc., da sind wir ja stark abhängig. Irgendwelche kleinen Bauteile für Elektronik, vorwiegend in China, all diese Dinge werden dort produziert. Aber kommen wir mal zu den Märkten. Wir haben ja gesehen, die Aktienmärkte dann in der letzten Woche praktisch auf tief geschlossen. S&P 500 mit einer roten Kerze, der Breath. Die Marktbreite war ohnehin kaum vorhanden. Wir sehen im unteren Chart, dass die defensiven Werte grün hier deutlich steigen, während die Zyklika, die also von einer Erholung der Wirtschaft, von einem Boom profitieren würden, eher fallen, deutlich fallen. Das ist also auseinandergedriftet in der letzten Woche. Hier sehen wir nochmal die Aktien, die über ihrem 50-Tages-Durchschnitt handeln, weiter rückläufig, obwohl der S&P 500 weiter gestiegen ist. Also die Marktbreite war irgendwie etwas merkwürdig, muss man sagen. Und hier sehen wir mal die Korrelation zwischen dem S&P 500 Equal Weight, also gleichgewichtet, wo jede Aktie gleichgewichtet ist. Ist ja faktisch jetzt oder ist ja faktisch anders. Eine Apple ist natürlich viel stärker gewichtet als irgendein kleineres Unternehmen. Und wir sehen, da sind wir auf 30-Jahres-Tief derzeit.
in Relation zwischen dem echten S&P, der eben Marktkapitalisierung berücksichtigt, und dem Equal Weight S&P. Das heißt, wir haben die wenigen großen Aktien, die die ganze Geschichte noch nach oben halten. Und diese wenigen großen werden demnächst ihre Zahlen vorlegen und die dürfen nicht enttäuschen. Denn wenn die Aktien auch noch runterkommen, dann dürfte die ganze Geschichte schwierig werden. Hier sehen wir mal, es wird ja viel gesagt, wie stark die Steigerung jetzt ist bei der US-Berichtssaison, die jetzt anläuft, das zweite Quartal, in Relation zum Vorjahresquartal. Aber wir sehen einen Rückgang zum ersten Quartal. Also wir sehen, dass da jetzt der Peak vielleicht schon überschritten ist, was die Gewinne und die Umsätze betrifft der US-Unternehmen. Und all das führt dazu, dass wir derzeit jetzt auch ein Phänomen erleben, dass die Small Caps, die kleineren Firmen, deutlich schlechter laufen als die großen Firmen. Hier auch die Bewertung, die Forward Valuation, sehen wir bei den Small Caps massiv unter Druck inzwischen im Vergleich zu den größeren Firmen. Auch hier eine extreme Entwicklung. Und woran kann das liegen? Nun, es kann daran liegen, was Sie in der unteren Grafik sehen, dass wir eigentlich schon in einem Qualitative Tightening Prozess sind, also in einem Liquiditätsentzugsprozess sind und nicht mehr in einem liquiditätsausweitenden Prozess sind. Wir sehen ja bei den Reverse Repos, dass die Fed da immer ganz schön Cash mit absaugen kann. Hier hat Nordea mal eine Grafik erstellt unten, was in diesem Modus eigentlich dann gut ist. Das sind der US Treasuries und wir sehen ja, die Anleiherenditen fallen weiter. Wir sehen dann, was okay ist, was neutral ist, sind Large Caps, also die großen Werte. Da sehen wir, dass die großen Aktien sich einigermaßen halten. Was dann deutlich schlechter ist schon, sind die Small Caps, die kleinen Unternehmen, und was am schlechtesten ist, sind die Riskiest Emerging Markets, also die Emerging Markets Bereiche, Länder, die sozusagen sehr stark von einer Dollaraufwertung profitieren. Und apropos Dollaraufwertung, hier sehen wir mal oben den Unterschied zwischen der Kerninflation in den USA und der Kerninflation in der Eurozone, und normalerweise folgt Euro-Dollar eben dieser Korrelation, und wenn diese Korrelation jetzt eintreten würde, dann wären wir bei Euro-Dollar unter der Marke von 1. Also möglicherweise sehen wir bald Dollarstärke voraus, auch weil eben die Fed früher umsteuern muss und wird als etwa die EZB, die ja hier mit der Inflation auch weniger zu kämpfen hat und generell dovischer ist, auch weil die Wirtschaft eben noch nicht so gelaufen ist wie in den USA. Jetzt kommt in den USA noch hinzu Debt Ceiling Problems. Also Ende Juli ist praktisch wieder die Frage, ja, Schuldengrenze, Anhebung, ja, nein. Das muss abgestimmt werden. Das muss bald abgestimmt werden. Das muss bis Ende Juli passieren. Also da könnte wieder diese ganze Geschichte hochkochen, auch mit Default, also praktisch dann Zahlungsunfähigkeit rein formal. Das ist vielleicht ein Faktor, der jetzt langsam schon reinspielt. Am Mittwoch soll übrigens die Abstimmung über Bidens Infrastrukturprogramm kommen. Und es sieht derzeit nicht so gut aus dafür, dass das wirklich alles so entspannt durchgeht. Und wir haben gesehen, OPEC hat sich jetzt geeinigt, 400.000 Barrel pro Monat doch mehr zu produzieren. Also die Saudis und die Vereinigten Arabischen Emirate haben jetzt plötzlich doch wieder einen Weg gefunden. Öl auch erstmal etwas tiefer, die US-Futures etwas tiefer noch als am Freitag. Mal sehen, wie das jetzt alles weitergeht. Die EZB wird in dieser Woche tagen und da wird also einiges Spannendes auf uns zukommen. Wir haben zwar wenig Konjunkturdaten, aber jetzt bin ich gespannt, wie nach dem kleinen Verfall am vergangenen Freitag jetzt die Märkte sich entwickeln werden. Es könnte saisonal in der zweiten Julihälfte etwas schwieriger werden. Das zumindest ist ein typischer Verlauf. Jetzt wünsche ich erstmal einen guten Start in diesen Montag, meine Damen und Herren. Servus und ciao.